ist ein Kribbelrennen, hat Erik Lesser gesagt, dieses Staffelrennen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es ähnlich wie Erik Lesser. Es ist eben immer etwas ganz Besonderes, die Männerstaffel bei einer WM. 16.000, 17.000 Zuschauer werden heute hier sein im Stadion an der Strecke. Und die 26 Startläufer mit ihren Betreuern machen sich auf den Weg zum Start hinten an der Strafrunde. Und bevor es soweit ist, schauen wir uns einmal die Runde an, die heute gelaufen wird. Es ist die 2,5 Kilometer Runde. Hinaus also geht es auf das Wiesenfeld dort, also auf die erste Hälfte der Strecke. Das ist dieser flache Bereich. Aber es ist ein tückischer Bereich, denn hier muss man ständig arbeiten, immer wieder nicht nachlassen, damit man keine Zeit verliert an diese sehr markante Stelle hier, diese Abfahrt mit der 180-Grad-Kurve an der ersten Zwischenzeit. Es ist da, wo rechts dann immer die Trainer stehen und anfeuern. Dann geht es durch die markanten Tunnel hinauf auf die andere Seite und dann kommt der lange Anstieg. Vielleicht eine Schlüsselszene auf der Schlussrunde, vielleicht attackiert da jemand. Auf 1030 Meter der höchste Punkt und dann über zwei Kuppen hinab aus einer Abfahrt, dann zurück durch die beiden Tunnel und zum Schießstand gibt es dann noch mal so einen ganz kleinen Anstieg. Und heute wird von jedem jeweils zweimal der Schießstand angelaufen, einmal im Liegend, einmal im Stehendanschlag. Und nach der dritten Runde dann geht es zum Wechsel, beziehungsweise für die Schlussläufer natürlich ins Ziel. Das ist der Startbereich, das ist die Strafrunde, die noch ein wenig zerstückelt daherkommt. Da werden dann diese kleinen Aufsteller gleich nach dem Start noch wieder zur Strafrunde zurückgebaut. Es gibt in einer Staffel Nachlader und da haben wir Erik Lesser, den deutschen Startläufer. Und das ist die deutsche Aufstellung. Erik Lesser, Benedikt Doll, Arndt Peiffer und Simon Schemp. Die Silberjungs von der WM vor einem Jahr in Oslo. Die Russen mit Alexei Volkov, der auch schon Olympiasieger war vor zwei Jahren als Startläufer, und Schipulin als Schlussläufer, auch er ein Olympiasieger. Dann die Norweger, der Titelverteidiger, Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen und dann die Bö-Brüder Svendsen. Aufgrund von Formschwäche nicht Schlussläufer der norwegischen Staffel und möglicherweise auch der Schwachpunkt heute. Die Ukrainer. Dreimal waren die Vierter in den drei Staffelrennen. Jedes Mal mit Artem Prima als Startläufer. Die Franzosen, Jean-Guillaume Beatrix, Fillon Maillet, dann Détieu auf der 3. Vielleicht da ein wenig der Schwachpunkt. Martin Foucault natürlich hinten. Der kann auch noch 30, 40 Sekunden aufholen. Die Gastgeber Daniel Mesotic, der hier 2005 bei der Weltmeisterschaft mit der österreichischen Staffel schon eine Medaille gewann vor 12 Jahren. Die Tschechen mit Thomas Krupczyk vorn und dann auf der 2 der Silbermedaillengewinner im Einzel. Lukas Hofer mit Italien auf der 8. Aber die Tschechen, die Italiener, das sind schon die, die als Außenseiter gelten, als Überraschungskandidaten für einen vorderen Platz. Bulgarien mit dem stärksten Mann auf der 1, mit Krasimir Anev. Hinter dann aber mit Sinapov auch jemand, der in dieser Woche schon ein gutes Rennen absolviert hat. Die Schweizer, Finello auf der 1, sicherlich nicht ganz so stark wie dann vor allem Vega und Doll und Wüstner. Die Kanadier haben vor einem Jahr Bronze gewonnen bei der WM, aber Nathan Smith, ihr Bester, fehlt krankheitsbedingt nicht dabei, schon die ganze Saison. Start Nummer 12, Kasachstan mit dem Startläufer Jan Savitsky, aber das ist dann schon eine Staffel, die chancenlos sein dürfte heute, genau wie auch die kanadische in der heutigen Besetzung jedenfalls. In der ersten Reihe Deutschland mit Lesser, Russland mit Volkov und Norwegen mit Bjørndalen, dort ganz rechts im Bild. Ole Einar Bjørndalen, der 43-Jährige. Borut Nuna, der Renndirektor, mit der Startpistole. Und das Rennen ist eröffnet. Z
22.300 Zuschauer sind es heute. Die offizielle Zahl kam jetzt gerade rein. Erik Lesser vorne gut weggekommen, gleich in Führung gegangen. Ähnlich wie gestern Vanessa Hinz an selber Stelle. Dahinter Björn Dahlen. Volkov. Einer Björn Dahl, 1997 in Osrebli bei der WM. Da gewann er Staffel Silber hinter Deutschland. Vor 20 Jahren, so lange ist er schon dabei. Insgesamt schon 6-mal Staffelweltmeister mit Norwegen. Der heutige Startläufer, der ja früher sehr häufig der Schlussläufer war. Aber seit einigen Jahren ja normalerweise immer Svensson hinten auf der letzten Position bei Norwegen. Wie gesagt, der ist körperlich nicht so gut drauf. Volkov jetzt in Führung gegangen vorne. Svensson war ja nach dem Sprint sogar kurz kollabiert, direkt im Ziel. Hat dann den Verfolger nicht gelaufen, ist dem Verfolger nicht gelaufen. Sind sie auf dieser eben angesprochenen Wiese schon auf dem Rückweg. Volkov vorn, dann Lesser, dann Björn Dahlen. Und auf der 3 Lukas Hofer, der Italiener, der ebenfalls angeschlagen ist. Der musste ja seinen Heimweltcup in Antholz auslassen, hat bis Mittwoch vergangener Woche Antibiotika nehmen müssen. Ganz bitter für den Italiener. Der beim letzten italienischen Podestplatz, das war sogar ein Sieg 2012 in Oberhof, auch schon der Startläufer der italienischen Staffel war. Jetzt kommen sie hinunter in diese rasante Kurve. Die Bedingungen sind schwierig. Es gab Neuschnee über Nacht und es ist warm. Das heißt, der Schnee ist richtig stumpf, richtig nass. Wenn sie zwei Glasscheiben aufeinander legen und sie machen dazwischen einen kleinen Tropfen Wasser, dann saugt sich ja die eine Scheibe auch so auf die andere Scheibe. Das gilt es durch die ideale Präparierung des Skis möglichst zu verhindern, dass dieser Ansaugeffekt geschieht. An die Stützel, kurz gehört. Der Stützpunkttrainer aus Ruppolding mit einer kurzen ersten Ansage an Erik Lesser. Das ist aber dann in dem Fall auch nur deshalb wichtig, damit der Sportler weiß, der Trainer ist da, betreut mich Marc Kirchner, der verantwortliche Trainer, der am Stützpunkt in Oberhof die Athleten betreut. Lesser jetzt auf der 5, kurz angetippt in der Abfahrt am Stock von Ulainer Björndalen. Das ist ja auch oft ein Zeichen, dass der Ski ganz gut läuft, wenn man auf den davorgleitenden aufläuft. Schiebt sich alles zusammen am Anstieg. Hofer rechts, sieht gut aus. Geht jetzt neben Volkov. Dort Björndalen. Das ist Lukas Hofer. 25 Jahre alt aus Bruneck. Lesser auf der 5. Aber das ist üblich, dass ein Feld auf der ersten Runde in so einer Staffel gemeinsam zum ersten Schießen kommt. Ja, und Sie sehen es auch da draußen. Hunderte Zuschauer stehen dort Spalier, bilden eine wirklich prächtige Kulisse heute, muss man sagen. Und jetzt ist Andres Rastogujevs doch ein wenig rausgelaufen, der Lette. Die Letten insgesamt nicht stark genug aufgestellt, um hier mitreden zu können. Rastogujevs möchte sich möglicherweise ein wenig zeigen. Oh, 31. im Gesamtweltcup, der stärkste der Letten. Attackiert jetzt hier deutlich. Schon so 4-5 Sekunden Schnee zwischen sich und Lukas Hofer gelegt. Und jetzt hinter diesen beiden Brücken laufen sie dann am Rand des Stadions vorbei, unter dem dritten Tunnel durch, dann Richtung Schießstand.
Und die Kulisse ist natürlich da. Erstes Schießen. Jeder geht auf die Bahn, die seiner Startnummer entspricht. Später wird dann in der Reihenfolge des Erscheinens aufgefüllt. Rastor Grujew mit hoher Startnummer kommt dann auch gleich bei Schießbahn 24 an. Die Besten müssen nach vorne laufen. Die Startnummern entsprechen ja der aktuellen Weltcup-Wertung in der Staffel. Deutschland mit 2/3 und einem ersten Platz aus den 3 bisherigen Staffelrennen. Mit der Startnummer 1 hat die meisten Punkte gesammelt. Das ist Volkov. Er geht auf Bahn 2. Es gibt 3 Nachladepatronen. Erst wenn die verfeuert sind, muss es die Strafrunde gelaufen werden. Erik Lesser ist ein sehr guter Liegendschütze. 93% Trefferleistung im Schnitt. Volkov schon 3 Treffer. Jetzt aber Volkov mit einem Nachlader. Lesser 3 Treffer. Björndalen 4 Treffer. 5. Auch Mesutic mit 5. Auch Lesser mit 5. Volkov mit dem Nachlader weg. Beatrix fehlerfrei geblieben, Rastor Grujew bleibt vorn, dann Lesser, Björndalen, Mesutic, der Weißrusse Cepelin. Lol Bailey auf der 10, der Einzelweltmeister. Und die Schweiz, Jeremy Finello, kämpft jetzt gegen die Strafrunde, schießt der jetzt daneben. Dann müssen die Altgenossen zum Auftakt in die Runde, das kann er verhindern. Aber 3 Nachlader, das dauert dann schon so 30 Sekunden ungefähr. Ansonsten das Feld noch sehr dicht zusammen nach dem ersten Schießen. Bis auf Rastor Grujew, der hat sich so ein bisschen vorne abgesetzt. Die Serie von Erik Lesser, Zentrumstreffer. Noch einer. Der war dann leicht tief und der wieder ins Zentrum. Gute Serie von Erik Lesser. Klaus Marquardt, der deutsche Mannschaftsarzt, quittiert. Und schnell geschossen hat er auch. 25 Sekunden. Viertschnellstes Schießen. Uhlainer Björndalen hat genauso schnell geschossen. Und genauso gut. Ebenfalls fehlerfrei. Rastor Grujew vorne mit dabei, seit Jahren im Weltcup, auch immer mal dran an den Podestplätzen, war schon 3-mal Vierter, noch nie auf dem Podest. Aber wie gesagt, seine Mannschaft ist nicht stark genug. Er wird mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun haben. Lesser hinten immer noch der Führende. Und Sie sehen es, die Athleten tragen keine Mützen, die meisten jedenfalls nicht, sondern nur Stirnbänder. Es ist warm, 5, 6 Grad. Nicht so warm wie im Einzel vor 2 Tagen. Aber dennoch, jetzt wo die Sonne auch noch rausgekommen ist, durchaus anstrengend. Anders Besseberg, der Präsident der Internationalen Biathlon-Union, Norweger, wird natürlich jetzt vor allem auch auf Uhlainer Björndalen schauen und dann später auf die anderen 3. Rastor Grujew macht einen sehr guten Eindruck da auf der Strecke. Kann man wirklich anerkennen, diese Leistung. Aber Lol Bailey, den Startläufer der Amerikaner, die den Stärksten nach vorne gestellt haben. Lowell Bailey übrigens heute 16.30 Uhr auf der Facebook-Seite Biathlon im Ersten wird er im Live-Chat zur Verfügung stehen. Da können Sie sich also mal
mit ihm über seine Karriere, über seinen märchenhaften Sieg von vor zwei Tagen austauschen. Die Amerikaner dann noch mit Nordgren, Burke und Doherty. Tim Burke ja nicht so gut in Form, der Ehemann von Andrea Henkel. Hadert so ein wenig, versteht selbst nicht so richtig, woran es liegt, dass es nicht so läuft, wie er möchte. Lesser muss nach wie vor die Lokomotive machen für diesen Zug, der Verfolger. Aber sie wissen natürlich auch, sie müssen da nicht ranlaufen an Rastogujew. Den können sie machen lassen. Das, was der dort vorne macht, hat mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Ja, jetzt Führungsarbeit gewechselt. Lesser ist rausgegangen, hat gesagt, kommt Jungs, macht ihr mal ein bisschen was vorne. Björndalen und Hofer jetzt. Mesutic auch vorne mit dabei. Bailey links, hier der US-Amerikaner, geht jetzt sogar noch vor Mesutic. Benedikt Doll im Aufwärmbereich beobachtet das alles. Zusammen mit Silvio Thieme, dem Physiotherapeuten, auch dieses Team hinter dem Team. Klaus Marquardt haben wir ja auch schon gesehen, sitzt da hinten. Ganz wichtig, Grundlage für die Erfolge, die die deutschen Biathleten in diesen Tagen in Filzen schon eingeheimst haben. Gold ja in der Mixstaffel mit Pfeiffer und Schemp. Gold durch Benedikt Doll und der vierte Platz von Erik Lesser im Einzel natürlich auch ganz stark. Zweites Schießen, stehend Anschlag. Rastogujew, jetzt muss er bis auf die Eins vorlaufen. Aber das ist natürlich das falsche Verb, muss. Das ist ein Privileg, denn das ist das Zeichen, dass man ein Rennen anführt. Das hat er sich verdient durch so einen beherzten Antritt auf der ersten Runde. Kirchner, Windbedingungen am Schießstand sind gut. Größer, 11,5 cm. Erik Lesser hat den Ablauf geändert. Geht jetzt von unten ins Ziel, hat das gestern auch trainiert. War gestern der Einzige, der beim Training war von den deutschen Männern. Rastogujews Fehler. Scheiben von Lesser sind ganz oben eingeblendet. Zwei Treffer, drei Treffer. Björndalen, zwei Fehler. Lesser, vier Treffer, fünf Treffer. Er geht dort raus, gemeinsam mit Bailey, gemeinsam auch mit Beatrix. Und Rastogujew, der kämpft jetzt gegen die Strafrunde. Lettland verabschiedet sich. Rastogujew muss in die Strafrunde. Und auch die Tschechen gehen in die Strafrunde. Artem Prima aus der Ukraine führt vor Erik Lesser. Dann Arnev, dann Bailey und Beatrix. Volkov auf der 8. Mesutic 9. 11 Sekunden zurück. Auch Czepelin muss in die Strafrunde. Also, die ist hoffentlich nach dem Start rechtzeitig umgebaut worden. Denn jetzt, nach dem Stehenschießen, da wird sie gebraucht. Artem Prima für die Ukraine führt also vor Erik Lesser und Krasimir Arnev, dem Bulgaren. Die Russen auf der 8, die Norweger auf der 10 mit Ulainer Björndalen. Zwei Nachlader, 17 Sekunden zurück. Erik Lessers schießen hier noch einmal. Der Biathlon-Gott hat ihn wach geküsst vor zwei Tagen im Einzel. Und er ist nicht wieder eingeschlafen. Er ist wach geblieben. Andi Stitzel. So, jetzt war ich mal ganz kurz weg. Wir hatten ein kurzes technisches Problem. Entschuldigen Sie das bitte, falls Sie mich kurz vermisst haben. Wir sortieren uns wieder zurück. Kommentatorenkabine spielt. Sehen Lowell Bailey. Und ganz vorn Beatrix und Lesser. Die sind vorbeigegangen am Ukrainer an Artem Prima. Jean-Guillaume Beatrix.
Lesser ist der stärkere Läufer eigentlich. 8 beste Laufzeit Erik Lesser im Einzel vor 2 Tagen. Beatrix die 33. Laufzeit. Ja, und ich glaube auch, dass ihm Andi Spitzli mitgegeben hat am Anstieg, dass er ihn da möglicherweise überholen soll und nach vorne gehen soll. Und auch sagen muss, am Ende viel wird Erik Lesser nicht mehr rauslaufen können. Die paar Sekunden, die werden möglicherweise dahinter gemeinsam andere auch wieder zulaufen können. Und dennoch, Erik Lesser, der hat seine Aufgabe erfüllt. Benedikt Doll ist der Nächste, unser Sprintweltmeister. Genau, eine Woche ist das jetzt her, dass er auf dem Biathlon-Gipfel war. Davor, das ist Emil Hegle-Svensen, die Nummer 2 bei den Norwegern in Antholz, einen deutschen Staffelsieg vor 3 Wochen. Da war Svensen noch der Schlussläufer, verlor den Schlusssprint gegen Simon Schemp. Heute trauen sie ihm dort nicht die Zweikampfhärte zu, sollte es in ein direktes Duell um die Medaillen gehen. Sieht man sie, der Franzose, der die Norweger trainiert. Lesser bleibt hinter Beatrix. Hima Arnef Bailey 5, 6, 7 Sekunden dahinter. Volkov 15 Sekunden zurück. Das waren 11 nach dem Schießen. Also da ist der Abstand etwas größer gewesen. Mesutic. Für ihn gilt dasselbe. Also an der Spitze ist das Tempo etwas höher als hier bei den Verfolgern. Und das ist schön, denn in der Spitze läuft Erik Lesser mit. Sie sehen es auch hier oben. Überall sind Betreuer verteilt, um die Athleten zu informieren über die Abstände, um sie auch ein wenig anzufeuern. Dort unten in der grünen Jacke Michael Veit, das ist der Techniktrainer der Frauenmannschaft. Ulfa Mesutic, Volkov und der Schwede Stenersen. Das ist die nächste Gruppe. Benedikt Doll, er war wie Simon Schemp und Arne Pfeiffer gestern nicht hier beim Training. Die drei sind am Teamhotel ein wenig gelaufen dort auf den Loipen. Haben natürlich auch mit dem Gewehr gearbeitet, Trockentraining absolviert. Haltearbeit, ganz wichtig, diese Routinen immer wieder zu verinnerlichen, die Abläufe. Aber sie brauchen es dann auch nicht unbedingt jeden Tag am Schießstand zu zeigen. So, jetzt ist Erik Lesser angetreten, jetzt hat er eine kleine Lücke gerissen. Jetzt hat er sich ein wenig abgesetzt von Jean-Guillaume Beatrix. Benedikt Doll wird es gleich mit Quentin Fillon-Maillet zu tun haben. Der ist ein sehr guter Läufer. Die beiden läuferisch ungefähr auf einem Niveau. Aber Fillon-Maillet wird ein paar Körner brauchen, um ranzulaufen. Ja, Lücke wird jetzt sogar noch größer. Erik jetzt mit einem richtig starken Schlussspurt. Hat er dann tatsächlich nach der Abfahrt noch mal richtig Gas gegeben. 5,4 Sekunden sind es. Deutlicher Kontakt muss zu sehen sein in der Wechselzone, die da mit diesen kleinen Tannenästchen markiert ist. Die Kampfrichter rechts und links signalisieren durch Heben der Hand. Jawohl, dieser Wechsel war in Ordnung, da mit den rot-schwarzen Jacken am Rand zu sehen, die Kampfrichter. USA 12 Sekunden zurück, Russland 20 jetzt, von 11 auf 20. Die haben 9 Sekunden verloren auf der Runde. Norwegen, Ole Einar Bjørndalen mit 30 Sekunden Rückstand. Das waren 17, der hat 13 Sekunden verloren gegenüber Erik Lesser. Also gute Schlussrunde auch von Erik Lesser. Gutes Schießen, stark gemacht. Wichtig für Lesser, dieser 4. Platz im Einzel, fürs Selbstbewusstsein. Und hier sehen wir nochmal den Stand, weiß auf blau. Also Deutschland führt ohne Nachlader vor Frankreich, ebenfalls ohne Nachlader bisher durch diese Staffel gekommen. Lesser 2015 war ja auch in der Weltmeisterstaffel mit dabei, der Deutschen in Kontiolahti. Da Benedikt Doll noch der Ersatzmann, Daniel Böhm lief da noch mit für Deutschland, der inzwischen seine Karriere beendet hat und eine Ausbildung macht bei der Bundespolizei als Hubschrauberpilot. Der wird also demnächst abheben. Das sollten die deutschen Fans jetzt noch nicht tun, denn das Staffelrennen ist noch lang. Und wenn sie
Biathlon-Fans sind, dann wissen sie das natürlich. Aber Erik Lesser, der kann erstmal zufrieden sein, abklatschen mit einem Betreuer. Tagwerk vollbracht. Für die Russen jetzt Maxim Zvetkov am Start. 12. im Gesamtweltcup. Hier bei der WM lief es für ihn nicht gut. 69. war er im Sprint. Damit Verfolgung verpasst, im Einzel nicht aufgestellt. Ukraine mit Semyonov, ihrem Stärksten. 11 Sekunden zurück. Das waren beim Wechsel 13, also der ist da richtig ein bisschen rangelaufen. Zvetkov jetzt 16 Sekunden zurück, das waren 20. Jetzt machen die Verfolger ein bisschen mehr Betrieb als die Spitze. Julian Eberhard. Für die Österreicher sicherlich die Schlüsselfigur für die Österreicher. Der stärkste Läufer neben Martin Foucault im Feld, das ist Emil Hägle-Svensson. Wenn Eberhard am Schießstand gut durchkommt, mit vielleicht 2, 3 Nachladern, dann wird er Österreich dort vorne in Schlagdistanz bringen. Und dann kommen mit Simon Eder und Dominik Landertinger zwei, die Österreicher da möglicherweise auch halten können. Thiot Maillet saugt sich so langsam, aber sicher ran an Benedikt Doll. 2,2 Sekunden sind es noch, 5,4 waren das am Start. Dann auf der 3, dahinter der US-Amerikaner Liv Nordgren. Semyonov Sinapov, der Bulgare. Dann Dominik Windisch für Italien, 16. im Gesamtweltcup. Jesper Nelin, der hat eine sehr gute Mixstaffel abgeliefert für Schweden vor einer Woche. Ist 4. geworden mit der schwedischen Staffel. Dann Svensson, 30 Sekunden zurück. Das ist der Abstand, wie er auch beim Wechsel war. Der konnte also nichts aufholen und Thiot Maillet ist jetzt dran an Benedikt Doll. Zweikampf Deutschland-Frankreich, also jetzt erst einmal vorne an der Spitze. Wieder neu aufgenommen. Dann lief Nordgren, hat lange Teile der Saison verpasst, weil er sich beim Training unter dem Laufband den Zeh eingeklemmt hat. Konnte dann dort wochenlang nicht am Weltcup teilnehmen. Der 27-Jährige aus Minnesota. Erst in Ruhpolding sein erstes Saisonrennen. Das war Mitte Januar. Dort drin klemmt Landertinger so ein bisschen hier mit der Nummer 6. Da sehen wir ihn, den Österreicher. Kann da seine Laufstärke jetzt noch nicht so ausspielen. Muss er vielleicht auch noch nicht, um erstmal beim Liegenschießen übers Schießen dann reinzukommen und auf der zweiten und dritten Runde mal ein bisschen am Hebel zu ziehen. Benedikt Doll und Quentin Thiot Maillet kommen zum ersten Schießen. Der Liegtanschlag ist die stabilere Disziplin von Benedikt Doll, auch wenn er da zuletzt so ein bisschen gehadert hat. Das ist Franck Bailliou, der Schießtrainer der Franzosen, selbst ehemaliger Sportschütze. Und dahinter Nordgren für die USA. Doll beginnt als Erster. Muss jetzt nachladen. Thiot Maillet aber auch. Also ihm ist manuell die Patrone reingeführt, ganz schnell, ohne Probleme. Und er ist fertig. Aber auch Nordgren und Semyonov sind fertig. Auch Thiot Maillet mit Nachlader oben, Zvetkov. Julian Eberhard, eben glaube ich, habe ich fälschlicherweise Landertinger gesagt, der kommt natürlich noch. Eberhard muss schon zweimal nachladen, ist jetzt aber weg. Also so einigermaßen durchgekommen, sagen wir mal. Jesper Nelin für Schweden mit 2 Nachladern. Doll jetzt gemeinsam mit Nordgren. Thiot Maillet 6 Sekunden dahinter.
Zvetkov 7 Sekunden dahinter. Ich konzentriere mich mal auf die stärksten Staffeln. Julian Eberhardt hat 16 Sekunden Rückstand. Mal sehen, ob der jetzt was aufzuholen versucht. Das ist Siegfried Marseille, der Trainer der Norweger. Emil Hegle Svensson ist als 10. rausgegangen. 36,5 Sekunden jetzt der Rückstand. Mit einem Nachlader. Das ist die Scheibe von Liv Nordgren. .22er Kleinkaliber wird geschossen. Das ist die Serie von Benedikt Doll. Zentrum. Da hat er Glück, rechts auf dem Rand. Ach nee, das war der Fehler. Natürlich, er musste ja einmal nachladen. Das war der Fehler. Jetzt kommt der Nachlader. Ein routinierter Handgriff. Knapp rechts der Fehler. Und der dann aber mitten rein ins schwarze Glück. Und mit einem Nachlader Deutschland weiterhin in Führung. Sie sehen es, die anderen sind wieder rangelaufen. Also ein 7er Express jetzt dort gemeinsam. Clement Bauer noch mit drin für Slowenien. Die Slowenen mit der Startnummer 13. Aber auch sie eine Staffel, die nicht stark genug besetzt ist. Und jetzt zum zweiten Mal bei an die Spitze. Dort oben links, hinter der kleinen Zwischenzeitmarkierung. Da stehen die Trainer. Wenn du oben bleibst, dann steuerst du das so, dass du gut fühlst. Genauso machen wir weiter. Jawohl, komm jetzt, hopp! Klare Ansage mit der Gelassenheit und Ruhe des Weltmeisters. Geht er hier rein. Benedikt Doll. Nach dem Sonntag der Verfolger, das war schon ziemlich schwierig, mich da wieder zu konzentrieren nach dem ganzen Trubel. Aber die Tage dazwischen, die Ruhetage, die haben mir neue Kraft gegeben. 19. war ja ein Einzel. Svensson 33 Sekunden jetzt zurück und Erik Lesser unten bei Wilfried Haag. Ja, für Erik hat die WM so richtig angefangen. 4. Platz über die lange Strecke und heute ein perfektes Rennen. Oder gibt es irgendwas zu mäkeln aus Ihrer Sicht? Nö, da gibt es heute nichts zu mäkeln. Es war, glaube ich, von Anfang an bei mir sehr kontrolliert. Auch die letzte Runde sehr kontrolliert. Im Schießen ist alles aufgegangen, was ich mir vorgenommen hatte. Schön entspannen, schön ruhig schießen, sauber die Null absichern und dann auf der letzten Runde gucken, wie weit ich Benny Vorsprung geben kann. Und das ist bisher jetzt alles geglückt. Also gucken, wie weit Vorsprung noch drin ist, ist ja untertrieben. Sie haben Ulla und Herr Björndalen, glaube ich, fast 17 Sekunden abgenommen. Jetzt könnte es unendlich weitergehen bei dieser WM, oder? Ja, gut, ist ja nur noch ein Rennen. Ja, aber morgen ist schon wieder was anderes. Morgen wird ein ganz anderes Rennen gegen 30 Leute, 30 Weltklasse-Athleten. Das wird wieder ein neues Rennen sein, eine neue Motivation, die ich morgens finden muss, wenn ich aus dem Bett aussteige. Und dann muss man schauen, was dabei morgen rauskommt. Ich bin sicher, Sie finden sie, die Motivation. Danke, Erik. Und falls Sie es gesehen haben, falls Sie es nicht gesehen haben, sage ich es Ihnen ganz kurz. Julian Eberhardt, der war mit 16,6 Sekunden rausgegangen nach dem Schießen. Das sind nur noch 7 Sekunden, also er hat schon fast 10 Sekunden aufgeholt, spielt jetzt seine Laufstärke aus. Und da werden natürlich hier die Gastgeber besonders drauf schauen, gleich beim 4. Schießen, ob er dafür einen Preis zahlt, der hoch ist, nämlich Strafrunde heißt, oder ob er, da ist er, Julian Eberhardt, ob er das durchziehen kann. Er hat ja schon ein Rennen gewonnen in dieser Saison, das Sprintrennen in Oberhof. War außerdem einmal Zweiter im Sprint in Ruppolding. Eberhardt hier aus Saalfelden, dem Ort der ersten Biathlon-WM 1958. Die Österreicher waren gestern gar nicht draußen hier beim Training. Es ist ihnen zu viel.
sagen sie hier. Sie werden ständig angesprochen, wollen dann auch nicht unhöflich sein, sondern nehmen die Gespräche an, zumindest kurz. Und deswegen halten sie sich ein wenig fern. Also so eine Heim-WM ist eben auch nicht ganz einfach. Hätte sicherlich mit dieser Staffel eine gute Chance, eine Medaille zu holen. Also Massenstart. Simon Eder, mal sehen. Julian Eberhardt, da ist er. Jetzt muss jeder sein Anlaufverhalten finden. Gucken, dass er die möglichst fast automatisierten Abläufe dann dennoch bewusst absolviert. Blick auf die Windfahnen, das Finden des Anschlags, das Rausrepetieren der leeren Hülse, dann Magazin eingesetzt. Semenov schießt als erster. Doll beginnt mit einem Fehler. Fiomayet schon drei, schon vier Treffer, schießt wahnsinnig schnell und trifft fünfmal. Auch Semenov trifft fünfmal, ist durch. Eberhardt muss zweimal nachladen, Doll einmal. Liv Nordgren ist mit einem Nachlader durch. Doll braucht einen weiteren Nachlader. Jetzt hat er noch zwei Schuss. Ganz ruhig bleiben. Dritter Nachlader. Jetzt droht die Strafrunde. Jetzt war er schon ein bisschen hippelig beim Nachladen. Sehen Sie auch, der Lauf ist unruhig, aber er rettet es. Er rettet, er verhindert die Strafrunde, verliert natürlich dort beim Schießen Zeit. Aber ähnlich wie gestern, Maren Hammerschmidt mit dem letzten Schuss dann die Strafrunde vermieden. Und so sieht es jetzt aus. Siebter, 32 Sekunden zurück. Fiomayet führt, dann Italien, die Ukraine, Russland jetzt. Mit Svetkov vorne auf der Vier. Und das die Serie von Quentin Fiomayet. Ein guter Schütze, der sein Gewehr übrigens selbst entworfen und gebaut hat. Er ist ein Tüftler, ein Bastler im letzten Sommer schon. Ein ganz markantes, schlankes Gewehr, so eine Grete. Und das die Nachlader von Benedikt Doll. Da steht dann diese eine Scheibe und wird immer kleiner. 50 Meter entfernt und da rechts der Fehler. Fehler ja auch rechts. Sie sehen es am Rand ab und dann wieder rechts hoch. Hat dann in diesem Fall nichts mit Wind zu tun, sondern es wird ja auch der Bewegung geschossen im Stehendanschlag. Und jetzt musst du treffen und der Druck ist gewaltig. Und dann trifft er und er war sogar im Liegenbereich. Also durchatmen. Ja, ganz genau, so sieht es aus an die Stitzel. Mit dem berühmten blauen Auge sind sie davongekommen. Aber jetzt muss natürlich Benedikt Doll auf der Strecke sich mal so richtig ausquetschen. Schwer. Abstand auf Fiomayet zu verkürzen. Und das ist kein langsamer. Und Windisch profitiert jetzt natürlich davon, dass er sich an so einen klasse Läufer dranhängen kann. Arndt Peiffer kriegt das natürlich alles mit. Aber das sind sie gewohnt. Es sind die Stammpositionen, auf denen sie laufen. Auch das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Der eine Lesser direkt nach dem Anschießen zum Start. Der andere bleibt dann gleich hier. Simon Schemp geht meistens dann nochmal in die Wachscontainer. Läuft irgendwo auf den Warmlaufrunden ein wenig. Wow, Benedikt Doll hat 57 Sekunden am Schießstand verbracht. Jetzt beim vierten Schießen. Fiomayet 22. Das ist natürlich dann ein erheblicher Zeitverlust durch diese drei Nachlader. Noch schlimmer wäre es, es wäre zur Strafrunde gekommen. Eberhardt jetzt 17,7 Sekunden zurück. Und das ist die identische Zeit, wie sie nach dem Schießen war. Also Tempo ist jetzt gleich hoch. Doll 32 Sekunden zurück. Auch da identisch geblieben. Ja, gut umschalten. Nehmen wir die Anstiege nochmal her. Da gehen noch ein paar Sekunden. Ab jetzt! Ab jetzt! Also das läuferische Niveau bei den Top-Leuten sehr dicht beisammen. Sie konnten alle nichts gut machen auf Fiomayet vorn. Weder Eberhardt noch Doll. Sie haben aber auch beide nichts verloren. Und Svensson
auf der 8, 43 Sekunden zurück. Der hat verloren, der war 38 Sekunden zurück nach dem Schießen. Nur 6 Sekunden hinter Doll, konnte aber diese Lücke nicht zulaufen, sie wird größer. Die Norweger dann gleich noch mit Tarje Bø, der großen unbekannten Figur, der ja vor der WM überhaupt noch nicht im Weltcup gestartet war, auch krankheitsbedingt. Wie viel Wettkampfhärte hat der? Eberhard jetzt 15,2 Sekunden, jetzt hat er 2 Sekunden gut gemacht. Vorne jetzt Windisch mal vorbeigegangen an Fiomayet. Windisch auch in sehr guter Form. Zweimal schon auf dem Podest in dieser Saison. Der Italiener in Oberhof, da war er Dritter in Sprint und Verfolgung. Überholte Emil Heckle-Svensson auf der Zielgeraden, der da noch in sehr guter Form war. Svensson, der jetzt so in so einem kleinen Formloch ist. Und hier ist Simon Détieu für Frankreich. Ich sagte es schon eingangs. Möglicherweise der Schwächste in der französischen Staffel. Das wird die Aufgabe von Arne Pfeiffer sein, dieses Loch dort zuzulaufen. Im Idealfall sogar ein wenig Polster für Simon Schemp zu schaffen auf Martin Foucault, den Giganten auf Position 4 bei den Franzosen. Aber das ist eine schwere Aufgabe angesichts eines Rückstandes von ungefähr einer halben Minute. So, jetzt laufen sie am Schießstand vorbei. Fiomayet und Windisch. Die letzten Körner noch mal rauspressen. Hinter Semyonov und Zvetkov, Ukraine und Russland. 4-5 Sekunden dahinter. Fiomayet geht jetzt sogar noch mal vorbei. Kann auch noch die Innenkurve schaffen. Die Hälfte ist rum. Frankreich führt hauchdünn vor Italien. Frankreich jetzt mit Détieu, Italien mit Giuseppe Montello. Der ist 87. im Gesamtweltcup. Also keine so große Ausnummer. Dann die Ukraine, Russland, Österreich jetzt nur noch 14 Sekunden zurück. Liv Nordgren 17 Sekunden. Sein Rückstand. Er hat deutlich verloren auf der Schlussrunde. Und jetzt kommt Benedikt Doll und übergibt an Arne Pfeiffer. 32,8 Sekunden, 32,7 waren es nach dem Schießen. Also identisch gelaufen und da kommen die Norweger. Svensson auf Tarje Bø. 44,5 Sekunden der Rückstand des Titelverteidigers. Julian Eberhard war auf der Strecke von diesen zweiten Läufern der schnellste, aber nicht deutlich schneller als der Italiener Windisch. Doll, sechste Laufzeit, 19 Sekunden dahinter. Das noch einmal die Studien dieses Zweikampfs eben auf der Strecke. Windisch gegen Fiomayet. Fiomayet lief von vorne weg, dann ging Windisch nach vorn, dann wieder Fiomayet, dann wieder Windisch. Am Ende zog Fiomayet noch einmal ganz kurz an und übergab einen Hauch vor dem Italiener. Und Benedikt Doll, ausgepumpt, wird nicht zufrieden sein. Kann er auch nicht. Drei Nachlader stehend. Das ist zu viel. Und jetzt dort Détieu und Montello. Die hatten einen Vorsprung beim Wechsel von 8 Sekunden auf die Ukraine und Russland. Auf Semakov und auf Anton Babikov. Und dort schon mit rangelaufen ist der Österreicher Simon Eder. 5 Sekunden noch der Abstand. Eder hat aber das kleine Loch von 6 Sekunden zugelaufen vom Wechsel.
auf Babikov und Semakov. Und da kommt dann auch schon Arne Pfeiffer um die Ecke. Tim Burke jetzt 18 Sekunden zurück. Das waren 17 beim Wechsel. Arne Pfeiffer, 32 Sekunden war der Abstand. Jetzt sind es 29. Arne kostet auf dem ersten Stück erstmal 3 Sekunden auf die Spitze. Gut gemacht. Tempo passt soweit. Weiter so. Erste Orientierung auch für Arne Pfeiffer. Wie ist mein Tempo im Verhältnis zur Spitze? Ist ja nicht unbedingt Arne Pfeiffer-Wetter, so weicher Schnee, so sulziger Schnee. Den mag natürlich niemand. Arne Pfeiffer als ein etwas kräftiger, schwerer Athlet ist da natürlich noch mehr im Nachteil. Erinnerst du dich, als du alles, was du getan hast, aus purer Freude getan hast? BMW X-Drive, das intelligente Allradsystem. Und Tim Burke hat ein wenig mehr verloren, weiter an Zeit auf die Spitze. Arne Pfeiffer, Abstand ist jetzt gleich geblieben, 29 Sekunden nach vorn. Aber der muss Geduld haben. Arne Pfeiffer, der ist ja ein Staffelspezialist, kann ja oft in Staffeln seine beste Leistung abrufen. Bö, 42 Sekunden Abstand nach vorn, ist so geblieben, wie er war. Mixstaffel erinnern wir uns, Donnerstag der vergangenen Woche, als Arne Pfeiffer zweimal ohne Nachlader durchkam und damit im Prinzip die Goldmedaille, den Grundstein legte für die Goldmedaille. Ja, und Simon Eder ist dran an Babikov. Eder war ja auch krank im Januar, musste den Oberhof abbrechen, hat dann Ruppolding Antolz komplett auslassen müssen. Passt ihm nicht so, ist aber ganz gut hier gewesen bei der WM 22. im Sprint. Dann zweimal 12. und die 10. beste Laufzeit im Einzel. Also auch er ja wie Julian Eberhardt aus Saalfelden. Das war auch nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Ich am Montag erstmal den ganzen Tag auf der Couch ausgeruht. Sagt eigentlich, als ich richtig aufgestanden bin, da wurde es schon wieder dunkel. So kaputt war ich von den beiden Rennen am Samstag und Sonntag. Und dann über die Woche langsam das Training wieder aufgebaut und den Einzel natürlich auch bestritten vorgestern. Wie gesagt, als 12. Es hat sich zusammengeschoben, jetzt hier hin zum 5. Schießen. Detieu und Montello, das war zu erwarten, konnten die doch stärkeren Athleten aus den anderen Nationen nicht auf Abstand halten. Ein Quintett jetzt also beim 5. Schießen. Simon Eder, Linksschütze. Und auch ein sehr schneller Schütze. Schnellster bis jetzt war Fio Maillet, vorhin der Franzose. Aber jetzt schauen Sie auf die österreichischen Scheiben, wie schnell das geht. Aber er muss nachladen. Auch Detieu. Babikov geht in Führung. Die Russen jetzt vorn. Zwei Nachlader für Detieu. Simon Eder ist fertig. Montello langsam geschossen, aber fehlerlos. Und jetzt liegt auch Arne Pfeiffer bereit. Und jetzt droht den Franzosen die Strafrunde. Und der muss noch zwei treffen und hat noch zwei Patronen. Arne Pfeiffer, zwei Treffer. Fehler, Nachlader Pfeiffer. Frankreich verhindert die Strafrunde. Arne Pfeiffer muss noch mal nachladen. Es sind zu viele Nachlader heute. Taye Bö schießt fehlerfrei, der Norweger. Geht jetzt gemeinsam mit Arne Pfeiffer raus. Zwei Nachlader für ihn liegend. Aber unten die Uhr läuft. 38, 39, 40. Auf Babikov, den jetzt führenden. Hier sehen wir es. Russland jetzt vorn. Dann direkt dahinter Österreich. Deswegen ist es ja auch laut, auch gute Stimmung. Natürlich viele Österreicher da, noch mehr Deutsche. Arne Pfeiffer, 8. Da war er noch nicht durch die Zeit, als die Grafik eingeblendet wurde. 46 Sekunden zurück. 7. Bö direkt vor ihm. Und Anton Babikov, der zieht das hier durch. Hat ja auch schon einen Saisonsieg, hat das Verfolgungsrennen in Östersund gewonnen am Saisonanfang. Das ist die Serie von Simon Eder. Ja, links der Fehler. Da spratzte dann noch ein wenig
vom Projektil auf die kleine, auf die innere Fläche, auf die Trefferfläche im Liegendanschlag. Aber das reichte nicht, um den Sensor auszulösen, der die Scheibe dann zuklappt. Reinhard Gößweiner gibt auf seinem Tablet das Ergebnis ein. Und Eder ist vorne dran an Babikow. 3,5 Sekunden hat er auch wieder zugelaufen. Die Österreicher also in guter Form und mit gutem Material. Dahinter Montello, der war 6 Sekunden zurück. Muss abreißen lassen. Dann kommt der Ukrainer Semakov. Die Ukrainer ja hinten mit Pidruschny. Ich erinnere noch mal dran, das ist die Staffel, die jedes Mal Vierter war. Auch jetzt wieder auf dem vierten Platz liegend. Und das ist wieder die Spitze von Babikow. Die Russen heute ja ohne den umstrittenen Alexander Loginov, der ja aus seiner EPO-Sperre zurückgekommen ist. Dafür Volkov am Start. Diego Groß hat gesagt, ich habe dann da doch noch mal darauf hingewiesen, auf die Wirkung nach außen, die der Einsatz hat. Und der konnte sich besser durchsetzen als am Wochenende, als Loginov zum Einsatz gekommen war. Montello 8,8 Sekunden. Verliert ein wenig, aber nicht viel, nur 2 Sekunden. Pfeiffer vorbei an Bö. Daniel Bö, der ja den Einzel nicht gelaufen war. Da haben sich die norwegischen Trainer für Lars-Helge Birkeland entschieden. Aber jetzt in der Staffel dann doch für Bö, der im Sprint unter Verfolgung am letzten Wochenende 14. und 9. war. Daniel Bö beim IBU Cup in Osreblie. Da hat er erste internationale Rennen absolviert. Auf die Spitze, Richtung Frankreich vor! So, 40 Sekunden sind die beiden zurück, haben also 5 Sekunden gut gemacht. Und Benedikt Doll wird jetzt erklären, was heute schiefgelaufen ist, am Schießstand stehend. Tja, Benedikt, ich gebe die Frage gern weiter. Was ist schiefgelaufen beim Stehenanschlag? Haben Sie zu genau zugeschaut gestern bei Maren? Ah, nee. Erste Klappe verfehlt. Dann ist halt richtig bitter, dass man dafür 3 Schüsse braucht. Und ja, es war heute schon ganz schön viel Aufregung dabei, muss ich sagen. Ich glaube, das war so der Hauptpunkt. Dann haben die hinter mir recht schnell geschossen. Das konnte ich nicht richtig abschalten. Und ja, ich habe schon vor dem Rennen gemerkt, dass es heute keine einfache Sache wird, dass man sich richtig zusammenreißen muss. Und das ist mir leider nicht ganz gelungen. Benedikt, erklären Sie es doch mal. Sie sind Weltmeister, sind in der Crème de la Crème der Weltspitze angekommen und dann heute aufgeregt. Wie passt das zusammen? Ja, ist halt eine Staffel, gell? Also Staffeln haben ja für gewöhnlich ihre eigenen Gesetze. Und ja, man hat dann immer so, ja, man will einfach sein Bestes geben. Und ärgerlich war es dann auch auf der Strecke mit den tiefen Bedingungen. Sobald ich mal einen Tick schneller laufen wollte, da habe ich mich dann in meiner Technik so verhadert, dass ich dann wieder eigentlich ein bisschen rausnehmen musste. Also ja, es war einfach heute kein schöner Wettkampf, muss ich sagen. Wahrscheinlich werden die Staffelkollegen her versuchen, Sie zu trösten. Und so schlimm war es auch gar nicht, Bernie. Vielen Dank. Ja, jetzt warten wir es mal ab. Ciao. Ja, genau, wir warten es mal ab. Wir sehen nämlich auf der Strecke, dass Arndt Pfeiffer mit seiner Technik keine Probleme hat. Auch wenn ich eben sagte, es seien nicht unbedingt Arndt Pfeiffer-Bedingungen. Er macht auf der Strecke einen guten Eindruck, kann das Loch zulaufen. Er läuft einen Ski, einen neuen Ski mit einem speziellen Schliff. Da ist Andreas Emslander am Montag extra noch mal nach Oberhof gefahren zur Schleifmaschine und hat diesen Schliff aufgetragen. Da ja schon die Wetterbedingungen vorhergesagt waren, so wie sie jetzt eingetreten sind, nämlich wärmer und tiefer. Simon Schemp ist da. Ich habe es ja vorhin erzählt, dass er dann im Wachstruck oder auf der Einlaufrunde ein wenig Abstand auch nimmt von diesem ganzen Trubel. Aber jetzt muss er natürlich so langsam aber sicher alles sortieren, was es zu sortieren gibt. Aber noch ein wenig ist Zeit. So, der Marcel Laponda, der da unten liegt, der wird dann demnächst, nee, Vinnie Fountain ist es, der Engländer, der wird dann demnächst aussortiert, wenn er nach diesem Schießen nicht wegkommt, denn der gilt dann als überrundet. Babikow und Simon Eder stehen schießen, Rücken an Rücken, weil er hier der Linksschütze ist. Der letzte, das ist
Oft ein Zeichen von mangelnder Konzentration, von einem gedanklich schon Wegsein vom Schießstand. Ja, und jetzt muss er neu sortieren. Also, da verliert er wieder ein paar Sekunden. Mal sehen, ob er sie wieder zulaufen kann. Barbikow tadellos. Ein wenig langsamer vom Rhythmus, aber dann doch schneller. Montello braucht auch einen Nachlader. Und Arndt Peiffer in der Mitte die Scheiben. Drei Treffer, vier Treffer. Auch er setzt den letzten neben die schwarze Scheibe. Detieu ist durch, ohne Nachlader. Tarje Bö jetzt aber. Jetzt müssen die Norweger möglicherweise in die Strafrunde. Ida 8 Sekunden, dann Detieu 30 Sekunden zurück. Arndt Peiffer hat jetzt Plätze gut gemacht. Sechster, 37 Sekunden zurück. Nur noch 7 auf Bronze. Und Bö hat noch eine Patrone, um die Strafrunde zu vermeiden. Norwegen geht in die Strafrunde. Der Titelverteidiger fällt jetzt deutlich zurück. Für die USA, Tim Burke konnte es gerade noch verhindern. Also da sehen Sie es, Tarje Bö, der war mal Gesamtweltcup-Sieger, der ist Titelverteidiger hier. Auch die besten Athleten schießen Strafrunden. Schwacher Trost natürlich für Benedikt Doll, aber jetzt sehen Sie es dort. Deutschland auf 6, 37 Sekunden, nur 7 Sekunden hinter Frankreich. Und so wie Arndt Peiffer läuferisch drauf war, schauen wir erstmal kurz auf die Scheiben von Barbikow. Was für eine gute Serie. Lässt sich dann Zeit für den letzten und setzt ihn. 26 Sekunden seine Schusszeit. Arndt Peiffer hat 29 gebraucht mit Nachlader. Und hier Klaus Marquardt feuert Arndt Peiffer an. Und so gut wie Arndt Peiffer die Runde davor gelaufen war, denke ich schon, die beiden da vor ihm, die kann er sich noch holen. Semakov und Montello vielleicht sogar an Detieu ranlaufen. Dann würde Simon Schemp mit Martin Fourcade zusammen auf seine Runde gehen. Barbikow und Eder, die sind ein wenig weiter vorne weg. Barbikow 8 Sekunden vor Eder. Die Russen ja mit Anton Schipulin. Ja, und Arndt Peiffer ist schon vorbei. Da sehen Sie es. Lesser mit einem perfekten Rennen. Peiffer mit einem guten Rennen. Benedikt Doll leider heute nicht mit einem so guten Rennen, aber der Kampf um die Medaillen ist noch lange nicht verloren. Anton Barbikow, noch ein junger Athlet. Erste richtige Weltcup-Saison für ihn. Der ist 23, 18. im Gesamtweltcup. Gesagt. Einmal war er Erster, einmal war er dann auch noch Dritter. Und Detieu, der schaut sich um und da taucht schon Arndt Peiffer auf. Eder ein wenig rangelaufen, Detieu auch. Und Peiffer nur noch 2 Sekunden hinter Detieu. Holst sauer auf! Ist da noch 25! Deutsche Führer ist auf 3, noch hinten reißt nur Lücke! Gerald Hönig sehen wir unten, den Frauentrainer. Und das ist Dominik Landertinger bei seinem Heimrennen. Die Österreicher. Er kommt aus Hochfilzen, der Schlussläufer. Barbikow und dahinter Simon Eder. ...4,1 Sekunden sind es nur noch. 8 waren es nach dem Schießen. Also das sieht danach aus, als werde Schipulin gemeinsam mit Landertinger vorne wegmarschieren. Und dann Simon Schemp und Martin Fourcade. Was für eine Konstellation. Die Norweger sind übrigens 1,23 zurück. Da kommt ja mit Johannes Tinius Bö auch noch ein richtig starker. Aber der hat natürlich schon einen Riesenrückstand nach der Strafrunde seines Bruders Tarje. Montello jetzt 34 Sekunden zurück. Schlussläufer der Italiener Thomas Bormolini. Auch er dürfte mit den absoluten Superstars, die wir dann gleich dort sehen werden, nicht mithalten können. Super,
Fahrt. Kurz mal in die Hocke und dann gleich wieder antreten. Schwung aufnehmen. Simon Eder kommt immer näher. Stadionsprecher hier überschlägt sich im Stadion. Angesichts dieser Bilder, die ja über die Leinwände auch hier ins Stadion übertragen werden. Jetzt ruht er sich einmal kurz aus, richtet sich einmal auf, Simon Eder. Und jetzt geht er vorbei. Nein, noch nicht. Aber was ist das für ein Zeichen der Österreicher? Was für ein Comeback. In Staffeln oft erfolgreich gewesen bei Großereignissen. Da gewinnen sie regelmäßig Medaillen. Bei den Olympischen Spielen in Sochi Bronze. Bei Olympia in Vancouver Silber sogar. Landertinger und Schipulin. Anton Schipulin, Zweiter im Gesamtweltcup. Dominik Landertinger ist 25. Hat aber auch eine schwierige, mit gesundheitlichen Problemen behaftete Saison gehabt. Jetzt winkt Schipulin hier rüber, hier bin ich. Gegens Licht auch nicht so einfach zu erkennen. Die Athleten laufen dort voll in die Sonne. 0,5 Sekunden, sie sind gemeinsam. Und Simon Eder, der feuert da nochmal die Zuschauer an, der jubelt. Da geht das Adrenalin raus aus dem Körper. Und Arndt Peiffer ist fast dran. Andy Thiel, super Rennen. 13 Sekunden sind sie auch nur noch hinter der Spitze. Ganz starke Runde. Von Arndt Peiffer, aber auch von Detieu. Die waren 30 Sekunden hinter der Spitze nach dem Schießen. Dann die Ukraine und Italien. Aber können die da vorne noch mal eingreifen in den Kampf der vier Top-Leute? Arndt Peiffer kann sehr zufrieden sein. Klar, der schüttelt den Kopf, der wird sich ärgern über den einen oder anderen Nachlader. Aber der hat hier eine exzellente Leistung hingelegt. War der schnellste aller an Position 3 laufenden. 16 Sekunden schneller als Eder, der zweitschnellste. Also super Laufform, gute Ski bei Arndt Peiffer heute. Anton Babikow, Russland führt. Der hat es am Schießstand super gemacht. Die Russen mit erst 2 Nachladern. Die Deutschen haben schon 7, die Österreicher sogar 8. Gleich 4 Nachlader. Norwegen 1,22 zurück beim Wechsel mit der Strafrunde von Tarje Bö. So, Schipulin und Landertinger laufen gemeinsam. Und dahinter Furkart und Schemp gemeinsam. Da sehen wir es. Simon Schemp hat schon eine Goldmedaille gewonnen mit der Mixstaffel. Einzelrennen mit ordentlichen Ergebnissen, aber eben nicht mit herausragenden 9., 10., 13. Die Einzelmedaille, die ist ja sein Ziel. Jetzt geht er sogar innen durch. Führungswechsel. Landertinger bleibt hinter Schipulin. Sie kommen dichter. Beim Wechsel waren es 12 Sekunden. Jetzt sind es nur noch 8. Einbahn frei so. Jetzt einfach langsam ranziehen, das macht ihr. Einbahn frei so. Da, auf geht's jetzt, ab. Furkart und Schemp sind sich einig. Ja, Furkart und Schemp sind sich einig. Sie sind sich einig. Sie machen die gemeinsame Sache. Das ist wichtig, das ist gut. So, die beiden waren 31 Sekunden zurück, Pedruschny und Bormolini. Da wächst die Lücke, wie nicht anders zu erwarten. Interessant wird sein, wie sich die Zeit von Johannes Tinius Bö nach vorne verhält. Jetzt geht hier auch mal Landertinger vor. Also auch die beiden sind sich einig. Noch mal eine Sekunde weggeknabbert.
Tobias Reiter da, der Nächste, den wir noch nicht gesehen haben, auch gerne erwähnen möchten, den Frauentrainer auf der linken Seite in der grünen Jacke kurz zu sehen. Piet Ruzny und Bormolini. Und weiter verloren, 38 Sekunden waren es bei der letzten Zwischenzeit, jetzt sind es 40. Johannes Diniers Bö, Rückstand jetzt 1,23, das waren 1,22. Ja. Und die Jungs, die schon durch sind, die gehen in den Umkleidecontainer oder in diese kleine Holzhütte. Ja, Vorsicht, da links Betreuer, man kann auch mal in so ein kleines Schneeloch fallen. Jetzt Foucault wieder vor Schemp. Ja, Simon Schemp, der war auch läuferisch nicht ganz so zufrieden, nicht in der Topform, die er im Januar hatte. Hat nochmal sehr intensiv trainiert, das Pensum hier Richtung WM, hat Marc Kirchner, der Trainer, gestern auch mal angemerkt. War vielleicht ein bisschen zu hoch. Simon Schemp ist ja wahnsinnig ehrgeizig. Fehlte ihm so ein wenig die Frische. Vielleicht ganz gut für ihn, jetzt mal mit Foucault diese Runde zu laufen. Noch nicht ganz im knallroten Bereich, aber zügig. Und jetzt sind sie fast zusammen beim siebten, beim vorletzten Schießen. Werden die Karten noch einmal neu gemischt? Schipulin und Landertinger. Ganz vorne. Alle vier sind super Liegenschützen. Schemp, Landertinger und Foucault treffen über 90%, Schipulin 88%. Schipulin und Landertinger schießen gleichzeitig. Jetzt Schipulin leicht im Vorzug. Beide ohne Fehler. Landertinger muss nachladen. Schipulin ist weg. Schemp muss nachladen. Foucault schießt wie gewohnt. Etwas ruhiger, aber ohne Nachlader. Jetzt hat er eine kleine Lücke zu Foucault. Das ist klar. Wie groß wird die Lücke? Das ist die Frage. Sie bleibt übersichtlich. Sie wird so ungefähr 10 Sekunden betragen. Foucault vor Landertinger sogar durch die Zwischenzeit. Jetzt also Foucault und Landertinger mit 10 Sekunden Abstand auf Schipulin. Und dann weitere 9 Sekunden dahinter Simon Schemp. Jetzt muss er alleine laufen, die Runde. Das ist schlecht. Und Piet Ruzny schon mit 3 Nachladern. Hat unheimlich schnell geschossen. Bormolini muss einmal nachladen. USA, Sean Doherty und da hinten dann Johannes Diniers Bø, der Norweger. Piet Ruzny verhindert auch die Strafrunde, hat natürlich unheimlich viel Zeit verloren. Und Bormolini geht wieder gemeinsam mit ihm zurück auf die Runde. Aber da ist natürlich der Abstand nach vorn jetzt auch gewaltig gewachsen. Und Anton Schipulin, beide Augen geöffnet. Klarer Blick aufs Ziel. Leichte Rechtstendenz, aber alle 5 Patronen finden den bestimmten Weg, keine Nachlader. Und jetzt hat er 10 Sekunden Vorsprung, das ist schon mal ein Nachlader, so ungefähr. Da hinten rechts ganz kurz schon zu sehen hier, über die mitfahrende Kamera, tolle Bilder. Dieser lange Weg zurück, dieser lange, unangenehme Anstieg. Schärft sich die Steigung noch etwas. Dann biegt er links ab und dann kann er zurückschauen und sehen, wo sind die anderen? Foucault und Landertinger. Sind die sich wieder einig? Werden die gemeinsam hineinlaufen? Heranlaufen? So wäre es vielleicht noch schöner. Da hinten kommt Simon Schemp. Johannes Diniers Bø jetzt 1,54 zurück. Der musste zwar nicht in die Strafrunde, aber hat dann auch hier Probleme gehabt beim Nachladen. Kriegt die Patrone dann nicht rein. Und klemmt sie. Es drückt dann nochmal drauf, nochmal. Kriegt das Schloss nicht wieder zu.
Schießzeit von Johannes Tinius Bö 52 Sekunden. Schipulin hat 22 gebraucht. Allein auf der Matte hat Johannes Tinius Bö beim siebten Schießen 30 Sekunden auf Schipulin verloren. Aber bei jetzt einem Rückstand von 1,54 können wir, glaube ich, den Norwegern einen schönen Tag wünschen. Aber wir werden sie nicht mehr vorne in diesem Rennen erleben. Auf geht's. Noch ganz vorne, nichts verloren. Da ist ein Skin noch vorne. Und jetzt ist Arndt Peiffer bei Wilfried Haag angekommen. Ja, Arndt Peiffer ist da. Drei Ränge gut gemacht. 19 Sekunden gut gemacht. Der schnellste auf ihrer Runde. Fühlt sich nicht so an. Sie schauen gar nicht so richtig zufrieden. Ja, ich bin heute zum einen mit dem Schießen nicht zufrieden, weil ich liegend zwei extra Schüsse gebraucht habe und stehend ein. Und das ist doch zu viel. Wäre mehr möglich gewesen. Zum anderen glaube ich, dass es jetzt verdammt schwer wird, für Simon noch aufs Podium zu laufen. Und ich hätte ihm gerne eine bessere Position mitgegeben, weil gegen die drei auf vier ist es wirklich schwer. Aber sie hatten auf ihrer Runde ja auch keine Laufkundschaft. Und 20 Sekunden rauszuholen und drei Ränge, das war eigentlich doch schon fast das Maximale. Ja, also auf der Strecke habe ich wirklich alles gegeben. Mehr war nicht drin. Aber klar, am Schießstand wären heute noch Reserven gewesen. Arndt, das ehrt Sie, dass Sie so selbstkritisch sind, aber es war alles in Ordnung. Vielen Dank fürs Kommen. Und Sie sehen es, Anton Schipulin vergrößert den Abstand auf diese beiden, auf Furkart und Landertinger. Zwar nur geringfügig, um anderthalb Sekunden, aber ist etwas größer geworden. Simon Schemp verliert auch nach vorne. 20 Sekunden waren das nach dem Schießen, 22 an der Zwischenzeit, jetzt 24. Und der Abstand auf Furkart und Landertinger, auf die beiden auf Silber- und Bronzerang liegenden, ist 12 Sekunden. Also Schemp braucht auf jeden Fall einen Nachlader weniger als die beiden, um es dann auf der Strecke zu entscheiden. Schießen sie beide 0 plus 0, also 0 ohne Nachlader, dann wird Simon Schemp es kaum schaffen können, eine Medaille für das deutsche Team zu holen. Und Anton Schipulin, der läuft sich jetzt auf der Strecke noch ein wenig mehr Vorsprung heraus als diesen einen Nachlader. Müsste dann möglicherweise auf einer Schlussrunde, wenn er einen Nachlader mehr bräuchte als diese beiden, auf der Schlussrunde ein Duell liefern. Landertinger läuferisch auf dem Papier der Schwächste, aber Landertinger ist ein Kämpfer. Das, was ihm an PS möglicherweise fehlt, das muss er dann über Leidenschaft, über Wille, über Kampf herausholen, wenn es denn dazu kommt. Das achte, das letzte, das entscheidende Schießen steht an. Können die Russen hier den WM-Titel holen? Olympiasieger sind sie auch da. War Anton Schipulin der Schlussläufer. Damals lief er gegen Simon Schemp und besiegte den im Endspurt auf der Ziellinie. Jetzt sind Furkart und Landertinger da. Wo bleibt Simon Schemp? Da hinten kommt der Nachlader von Schipulin. Einen Nachlader braucht er jetzt. Das ist die Chance für Furkart und Landertinger, ranzukommen. Er setzt den sechsten Schuss. Er ist raus. Aber hat er Furkart im Nacken? Er hat Schipulin gegen Furkart. Landertinger schießt einen Nachlader. Kann Simon Schemp jetzt noch in den Kampf um Bronze eingreifen? Wahrscheinlich braucht er fünf Treffer. Drei hat er. Landertinger ist weg und Simon Schemp, er bleibt fehlerlos. Es gibt einen Zweikampf um Gold und Silber und es gibt einen Zweikampf um Bronze und Blech. Und in dem Zweikampf um Bronze und Blech ist Simon Schemp, ist Deutschland beteiligt. Die Medaille für den deutschen Skiverband, sie ist nach wie vor drin. Zwei Sekunden sind es, die Landertinger und Schemp trennen. Jetzt muss Simon Schemp über jede Schmerzgrenze, die er hat, hinausgehen. Und vorne Furkart 4 Sekunden hinter Schipulin. Wann schnappt er den? Und wie geht es dann aus? Gleiche Konstellation gab es ja schon einmal bei der Mixstaffel. Auch da Schipulin und Furkart auf der Schlussrunde. Da war Simon Schemp vorhin, gewann Gold. Von hinten nicht! Flucht nach vorn, glaube ich, hat er angesagt. Von hinten nicht. Mal schauen, was wir noch hören werden. Das war ja nicht die Stelle, an der Andi Stitzel sonst steht. Er ist schon ein bisschen hochgelaufen da, um Simon Schemp ein weiteres Mal anzufeuern. Alle werden jetzt dort draußen sein, um ihn anzufeuern. Ja, in der Mixstaffel, da hatte Foucault am Ende
die Nase vorn im Duell gegen Cipulin. Jetzt wiederholt es sich und es ist nicht ohne Brisanz. Sie kennen die Vorfälle rund um das russische Team. Jetzt hier Simon Schemp ist dran an Landertinger, ruht sich ein bisschen aus, wartet einen Moment, pokert. Nach hinten haben sie genug Luft. Fast eine Minute Vorsprung vor Italien und der Ukraine. Das heißt, es kann ein Pokerspiel werden. Denn nach vorne, da können sie nicht mehr ranlaufen. Das werden sie nicht schaffen. Ja, um es aufzunehmen. Sie kennen es, die Dopingvorwürfe gegen Teile des russischen Teams. Martin Foucault hatte sich da sehr klar positioniert, war angegriffen worden von russischen Funktionären, von russischen Kommentatoren sogar. Unglaubliche Szenen hatten sich da abgespielt. Dann soll es eine Attacke gegeben haben von Foucault gegen Loginov. Schemp ist dran an Landertinger. Wir schauen hier mit einer unserer eigenen Kameras, die wir hier haben, natürlich jetzt auf den Deutschen. Um dann zurückzugehen ins Weltbild, wenn vorne Foucault und Cipulin aneinander sind. Was macht Simon Schemp? Kann er gegen diesen Landertinger bestehen? Und Martin Foucault, kommt er näher? Er kommt nicht wirklich näher. 7,4 Sekunden. Er hat 3 Sekunden verloren. Aber es gibt noch den langen Anstieg. Da kann noch viel passieren. Dominik Landertinger hatte einen Bandscheibenvorfall vor der Saison. Konnte lange nicht trainieren. Dann hat er ein paar Rennen absolviert. Dann ist er krank geworden im Dezember. Musste Nove Mesto auslassen. Jetzt springt Landertinger ein wenig an, probiert mal etwas, guckt sich um, sieht, konnte Simon Schemp dort nicht übertölpeln. Natürlich musst du da auch aufmerksam sein, du darfst dich nicht einlullen lassen. Wenn dann auf einmal der Antritt unvermittelt kommt, immer wenn es bergauf geht, dann ist da die Chance. Vorhin bei der Streckenvorstellung haben wir drüber gesprochen, der lange Anstieg. Kann das so eine Schlüsselstelle werden? Da kommen sie jetzt hin. Wird es Landertinger erneut probieren? Er kennt natürlich hier jeden Zentimeter. Erik Lesser hat das gesagt, als er in Oberhof gegen Martin Foucault gewinnen konnte. Da springt Landertinger wieder an. Simon kann dranbleiben. Ist schon ein Vorteil, wenn man diese Strecke kennt, wenn man genau weiß, wie man sich die Kräfte einteilen muss. Jetzt probiert es Landertinger mit allem, was er hat. Ja, 3, 4, 5 Meter setzt er jetzt dazwischen, aber so ganz lösen kann er sich nicht. Getragen werden sie beide, deutsche Fans, österreichische Fans im Wettstreit. Lücke wird größer. Simon Schemp, komm, zerreiß dich, zerrupf dich, Junge. Peitsch dich da hoch, Tobi Reiter. Am liebsten würden sie ihn schieben. Und alle zeigen sie ihm jetzt, lauf da auf der Seite. Da ist es nicht so sulzig. Und die Lücke ist schon groß geworden. Landertinger hat tatsächlich da beim Übergang über die Kuppe ein Loch gesogen, gerissen. Und Simon Schemp, er muss es trotzdem noch einmal versuchen. Er muss trotzdem noch mal alles versuchen. Da sehen wir Foucault, kommt nicht ran an Cipulin. Loch scheint groß. Es gibt noch 2 Kuppen, es gibt noch die Abfahrt. Ist Simon Schemp geschlagen? Cipulin wird Weltmeister für Russland. Das steht fest. Martin Foucault, er konnte diese vermeintlich kleine Lücke von 4 Sekunden nicht schließen. Anton Cipulin, wir gratulieren der russischen Staffel, holt die Goldmedaille. Weltmeister Russland, sie halten ihm eine Fahne hin, aber das wäre fast ein bisschen riskant. Nein, er nimmt sogar noch die Fahne. Martin Foucault ist geschlagen. Frankreich aber gewinnt die Silbermedaille und Österreich, die Gastgeber bei der Heim-WM, das erste Mal Edelmetall für Daniel Mesotic, Julian Eberhardt, Simon Eder und Dominik Landertinger. Simon Schemp konnte dem Antritt von Dominik Landertinger drüben auf dem langen Anstieg nicht folgen. Und jetzt brechen da rechts alle Dämme. Helfer wollen dorthin und gratulieren. Dominik Landertinger völlig erschöpft. Simon Schemp natürlich auch und dazu enttäuscht. Der Rückstand, der
nach dem Einsatz von Benedikt Doll entstanden war. Der war dann am Ende einfach zu groß, auch wenn Arne Pfeiffer mit seinen drei Nachladern ein wenig hadert. Und Simon Schemp, er hatte die Bronzemedaille am Haken, aber Dominik Landertinger hat sie ihm entrissen. Volkov, der Weltmeister, und unten dort der Jubel von Dominik Landertinger. Die Italiener freuen sich. Thomas Bormolini gemeinsam mit Lukas Hofer, mit Dominik Windisch, seinem besten, dicksten Kumpel, dem von Thomas Bormolini, und Giuseppe Montello, wären sie hier Fünfte. Großer Erfolg für die Italiener. Sicherlich vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Lukas Hofer gar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann die Ukraine diesmal auf 6, die Serien Vierten sonst. Die Amerikaner werden Siebte. Das ist im Bereich dessen, was für dieses Land möglich ist. Und die großen Verlierer sind die, die als nächstes um die Ecke biegen werden. Das sind die Norweger nach der Strafrunde von Tarje Bø. Aber nicht nur nach dieser Strafrunde, sie waren auch schon vorher unter Druck. Heute nur Achte werden. Da kommt Johannes Tinius Bø, einer der großen Favoriten, natürlich auch morgen im abschließenden Massenstart. Morgen ja Vormittag erst der Massenstart der Frauen und dann der Massenstart der Männer. Rico Groß freut sich, der deutsche Trainer der Russen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den auch gleich noch zum Interview. Und die Österreicher, die jubeln. Reinhard Gößweiner da über seine Medaille. Gestern ja die österreichische Frauenstaffel disqualifiziert, weil sie zu viele Nachlader benutzt haben. Und jetzt hören wir Simon Schemp beim Interview. Simon, sehr schön, dass Sie gleich gekommen sind. Großes Kompliment, super Schlussrunde. Am Ende enttäuscht oder haben Sie gesagt, das war das Maximale, was heute drin war für mich? Gut, hätte ich den einen Schuss nur getroffen, dann wäre es, glaube ich, das Maximale gewesen. Ja, wir haben leider heute am Schießstand nicht wieder überzeugt und dann hat man auch die Lücke da gehabt und ja, wir sind zwar auf Tuchfühlung, aber fürs Podium war es nicht gut genug. Aber dieses Stehenschießen, viel schneller und viel besser kann man es nicht machen. Also, und die Schlussrunde, Sie haben alles gegeben. Ja, ich habe alles gegeben, was nur in mir drin war und leider hat es nicht gereicht. Ja, Stehenschießen hat sehr gut funktioniert. Ja, aber haben wir leider eine Blechmedaille. Simon, Kopf hoch, morgen ist ein neuer Tag, danke fürs Kommen. Also, es war eine Staffel für die Deutschen mit Licht und Schatten, durchaus wechselhaft. Erik Lesser, der hat es sehr gut gemacht, kam am Schießstand gut durch, hat auf der Strecke gut gearbeitet. Bei Benedikt Doll, da gab es dann Probleme. Er hat es selbst gesagt im Interview, aufgrund der Streckenbedingungen konnte er seine Technik nicht so umsetzen und im Liegendanschlag, da hat er, im Stehendanschlag, da hat er lange gezittert, gewackelt, hat drei Nachlader gebraucht. Deutschland war im Hintertreffen. Arne Pfeiffer liegen zwei Nachlader, stehend einer. Damit war er nicht zufrieden. Auf der Strecke lief es für ihn blitzsauber. Er kam nah dran in Schlagdistanz und Simon Schemp, der Schlussläufer, der hatte es mit den Giganten zu tun, mit Anton Cipulin, Martin Fourcade. Am Anfang gemeinsam mit Fourcade lief er ran, dann der Nachlader hier beim Liegenschießen, der brachte ihn ein wenig zurück, da fiel er zurück und dann am Ende fehlte ihm die Kraft, um gegen Dominik Landertinger die Bronzemedaille noch zu retten. Vierter undankbarer Platz. 8 Nachlader für Deutschland, das waren einfach zu viele. Die Russen mit nur 3 Nachladern, das war die Basis. Frankreich 4 Nachlader und ein Fourcade, der dann am Ende eben doch nicht ein Übermensch ist, der diese 4 Sekunden auf Cipulin nicht rauslaufen konnte. Deutschland wird mit 8 Nachladern hinter Österreich Vierter. Und jetzt sind, glaube ich, die anderen drei unten beim Interview. Simon geht sich umziehen.